Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblog in der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es nochmal um Philipp und Tara. Es gab ja jetzt das große Wiedersehen auf RTL und ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, Tara hatte noch Redebedarf und sie scheint sich irgendwie in den Medien halten zu wollen. Das scheint mehr oder weniger gut zu funktionieren, zumindest wenn sie über Philipp spricht und ihre angeblichen Annäherungen, die da stattgefunden haben sollen. Es steht Aussage gegen Aussage. Sie behauptet andere Dinge, als Philipp sagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich als Betrachter von außen bin ich klar bei Philipp. Das kann natürlich aber auch vollkommen anders sein. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht parteiisch sein, dennoch ist das jetzt hier meine Meinung. Und er ist auf jeden Fall nicht sonderlich gut, mehr auf Tara zu sprechen. Da sind wohl auch Sachen in der Sendung vorgefallen, die wohl rausgeschnitten wurden. Ist ja üblich bei solchen Sendungen. Und ja, das möchte ich euch hier einfach mal zeigen. Der rechnet nochmal richtig mit Tara ab. Und ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, auf welcher Seite seid ihr denn da. Sie hat viel krassere Sachen. Sie hat viel krassere Sachen noch in dem Wiedersehen gesagt, was dann auch rausgeschnitten wurde, dass ich sie zu Sachen gedrängt hätte, dass ich das gemacht hätte. Und es nervt einfach, weil diese Frau mich einfach nicht in Ruhe lässt. Sie hat Live-Videos gemacht, hat mein Bild als Profilbild genommen, hat bei jedem Interview über mich geredet. Ich bin rausgekommen, Leute. Ich bin rausgekommen aus dem Dschungel. Und sie sagt ja zu mir, ich war nicht fair ihr gegenüber, wo ich wiedergekommen bin. Jetzt sage ich euch aber auch, warum. Zu mir sagt es, Bro, guck dir mal an, was eine Tara bei Promiflash über dich macht. Und das Einzige, was sie macht, wo sie rauskommt, ist, nein, Promiflash, nicht Philipp, nicht ich bin Philipp hinterhergelaufen, sondern Philipp ist mir hinterhergelaufen. Und meiner Meinung nach, was soll ich dann, mach mal bitte kurz leise, was soll ich da Großartiges dann machen? Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid 16, 17 Tage in diesem Camp, ihr kommt wieder und das Einzige oder das Erste, was diese Frau macht, ist ein Interview zu machen mit Promiflash, um zu sagen, das wurde alles schlecht reingeschnitten, Philipp ist mir hinterhergelaufen, er ist zu mir gekommen, er ist mich gekraut. Jetzt kommt der absolute Hammer. Ich will hier keinen Namen nennen, aber auch, ich weiß nicht, ob ich diesen Namen nennen darf, aber Tara hat am Wiedersehenstag bei der Show zu zwei Leuten gesagt, ich habe mit Philipp nichts gehabt, aber er hat mich die letzten Wochen so schlecht behandelt, dass ich ihn jetzt in ein schlechtes Licht rücken werde. Und ich werde auch mit diesen zwei Menschen drüber reden, dass sie es mit mir öffentlich machen, weil irgendwann reicht es auch. Irgendwann will ich mal einen Punkt setzen, weil ich muss mich die ganze Zeit für Sachen rechtfertigen, die nicht passiert sind, die nie passiert waren. Ich meine, ihr müsst euch mal... Und habe ich ihr geschrieben, oh Zimmermann, hat sie mich gefragt, ob wir vorbeikommen wollen. Serkan und ich sind vorbeigegangen. Und Leute, ich meine, ich stehe doch auf Frauen. Ich habe doch kein Problem damit. Wenn ich hätte, würde ich sagen, ey Leute, würde ich sagen, ey ja, wir hatten was miteinander, aber mit der Zeit hat sich das einfach rauskristallisiert, dass es nicht funktioniert hat. Wäre doch überhaupt kein Problem gewesen. Das wäre absolut kein Problem für mich gewesen. Man hätte dann in der Show geguckt, aber ich habe für mich generell gemerkt, dass diese Frau einfach nicht zu mir passt. So, und wir haben uns gut verstanden. Ich mochte Tara unnormal gerne. Sie war meine Bezugsperson. Deshalb finde ich das traurig, weil das Erste, was ich eigentlich machen wollte, auch bei der Show, beim Wiedersehen, und das kann auch Linda bestätigen, habe ich gesagt, weißt du was, ich möchte heute mit Tara reden. Ich möchte, dass wir diese ganze Scheiße, die passiert ist, einfach rauswerfen und vergessen. Ich meine, wir haben uns auch gut verstanden. Und dass sie dann sowas raushaut, hätte ich niemals gedacht. Niemals. Ich habe mir die Statement auch nicht angeguckt. Ich habe immer nur Nachrichten bekommen, was sie über mich schreibt, wie sie es über mich schreibt. Leute, ihr müsst euch auch vorstellen, da war eine Tina dabei, ein Harald, ein Serkan. Ihre Begleitperson von Tara hat mich dreimal gefragt, ob ich kommen möchte. Das ist ein Insider. Tara hatte die Zimmernummer 2. Beim Auscheck, das heißt, wo wir aus dem Hotel rausgekommen sind, beziehungsweise vom Dschungel, waren wir in einem anderen Hotel. Sie hatte das Zimmer Nummer 3, Serkan und ich hatten das Zimmer Nummer 12. Ich bin rausgekommen und Tara hat einfach ihr Zimmer auf 13 gewechselt. Das heißt, sie hat ihr Zimmer von Nummer 2 auf 13 gewechselt, dass sie meine Nachbarin ist. So, und da meinte auch Serkan zu mir, hey Bro, damit du Bescheid weißt, Tara hat gerade ihr Zimmer gewechselt.
da war auch wieder touchy-touchy, hat sie mich angefasst und hat sogar zu mir gesagt, wir haben natürlich angestoßen und hier und da hat zu mir gesagt, trink mal 3 Tequila mehr, damit ich dich leichter abschlecken kann. Und jeder hat das mitbekommen. Eine Linda hat das mitbekommen, ein Serkan hat das mitbekommen, die Begleitperson von Linda hat das mitbekommen, eine Tina, eine Anushka, jeder. Anushka ist sogar zu mir ins Hotel gekommen, beziehungsweise in Köln hat zu mir gesagt, ja, Tara ist zu mir gekommen, um zu fragen, ob die gewisse Sachen bestätigen würde und was weiß ich. Für mich wollte ich jetzt einfach nur einen Punkt setzen. Ich will über dieses Thema auch gar nicht mehr reden, weil diese Frau basiert diese ganzen Geschichten einfach auf Lügen und ihr wisst nicht, wie es mir geht, weil seit 2-3 Wochen, es wird nicht mal gefragt, Philipp, wie fühlst du dich als Dschungelkönig, sondern wie geht's dir mit Tara oder was ist mit Tara? Und ich muss mich die ganze Zeit für Sachen rechtfertigen, die nie passiert sind. Sie hat mir dieses ganze Feeling, dieses ganze Drumherum, was ich erleben konnte, hat sie mir einfach genommen. Sie hat mir diesen ganzen Spaß, diese ganze Liebe, dieses ganze Drumherum, diese ganze Erfahrung, die ich hatte, hat sie mir einfach genommen, weil sich keiner mehr für den Menschen, Philipp, oder wenige für den Dschungel interessiert haben, sondern immer nur für diese Geschichte, die einfach nicht real ist. Die einfach nicht real ist und ich muss mir für Sachen rechtfertigen seit 3 Wochen, die einfach nicht passiert sind. So, die Show geht jetzt weiter, ich werde nach der Show nochmal live gehen, dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein paar Leute einladen und dann reden wir darüber. In diesem Sinne, ich küsse eure Augen und ich musste das einfach kurz loswerden, weil es mir einfach zu viel ist und es auch irgendwann reicht. Ja, ich hoffe, ihr versteht das und so einer Frau darf man einfach keine Plattform geben, weil sie einfach versucht, auf Krampf irgendwie in den Medien zu bleiben und mich da versucht irgendwie, ja, sie nutzt mich da in der Hinsicht und meinen Namen einfach aus. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen emotional geworden bin, aber irgendwann reicht es auch. Ich glaube, Tara hatte so eine Art Promo-Nummer mit Philipp vor. Lasst mich das erklären, was ich meine. Kennen einige von euch noch Katy Price und Peter Henry? Die waren auch damals im Dschungelcamp, schon fast 20 Jahre her. Ich glaube, 2004, 2005 war das. Und das ist danach für die, weil die dort sich kennengelernt haben und auch eine Beziehung draus wurde, auch wirklich anscheinend eine echte, enorm nach vorne gegangen für beide. Er hatte nochmal richtig nach seinen 90er-Jahre-Hits ein Comeback, hat mehrere Top-10-Alben gehabt, auch zweimal ist er dann auch Gold gegangen und auch ein Platin-Nummer-1-Hit hat er 2004, 2005, glaube ich, gehabt. Also daran kann ich mich noch dran erinnern. Mysterious Girl nochmal neu aufgelegt und sie ist auch enorm nach vorne gegangen. Ja, also sie war ja als Boxenluder bekannt und hat sich irgendwie in den Medien in England gehalten und dadurch, dass die beiden zusammengekommen sind, lief das wirklich dann für beide noch wesentlich besser und das hat auch eine Weile gehalten und sie waren dadurch halt immer im Gespräch. Und ich glaube, das hatte sie auch vor. Das hatte ja auch im Dschungelcamp schon mal ein Jay Khan mit einer Indira vor. Beide hatten sich ja so abgesprochen und das so auffällig gemacht, dass dann auch Sarah Dingens damals ja für Aufklärung gesorgt hat, also sowieso die beste Staffel damals. Aber könnt ihr euch noch daran erinnern, die haben sie ja extra so hingestellt vor die Kamera, dass die auch perfekt beim Küssen gefilmt werden. Und er war auch noch so blöd und hat genau hingeguckt, ob die Kamera auch gerade angeht. Also naja, auf jeden Fall wirkte das dann schon ziemlich blöde und unauthentisch. Und ich glaube, eine solche Art von Promo-Nummer habe ich eine Tara jetzt auch zugetraut. Das wirkte irgendwie so, als würde sie damit versuchen, im Gespräch zu bleiben, ja, dass die Leute das irgendwie spannend finden und anstatt sich auf sich selbst zu konzentrieren. Und Philipp war ja relativ schnell auch ja, abgeturnt von ihr. Das hat man ja relativ schnell auch gemerkt. Und ich finde, wenn man sich jetzt alles, was wir jetzt bislang gesehen haben, steht natürlich Aussage gegen Aussage, ja, ist ganz klar ersichtlich, dass für mich Philipp ein wenig authentischer wirkt. Er klingt nicht so abgespult, er ist so ein bisschen auch dabei, er zeigt Emotionen, ja, und irgendwie wirkt das jetzt nicht so ganz strukturiert wie bei ihr. Ich glaube, sie weiß ganz genau, was sie sagen muss, um halt auch bei Promiflash und Co. zu landen, aber für mehr reicht es dann, glaube ich, in Deutschland zumindest nicht und auch in Österreich, haben ja viele von euch geschrieben, ist sie jetzt auch nicht so nicht bekannt, sie ist durch sämtliche Trash-Formate dort, bekannt geworden, wo man auch sagen muss, also so doll ist das jetzt auch nicht an Karriere. Also einem Weltstar wird sie, denke ich, jetzt nicht. Dafür fehlt ihr einfach auch das Talent. Dennoch möchte ich sie jetzt auch nicht komplett hier niedermachen. Sollte da wirklich was Wahres dran sein an den ganzen Vorwürfen
und er sie jetzt wirklich schlecht behandelt haben, ja, dann werde ich natürlich hier auch weiteren drüber berichten. Also wenn ihr da auch Updates zu sehen wollt, lasst gerne ein Abo da und schickt mir das auch gerne irgendwie zu, dass da irgendwas passiert ist. Wie gesagt, ich glaube, da wird noch einiges kommen die Tage. Es scheint noch nicht so ganz abgeklungen zu sein, aber er hat sich sehr deutlich gezeigt, wie ich finde, und ich finde ihn momentan, Fazit für mich, authentischer als sie. Das ist jetzt nur meine Meinung, ihr könnt es gerne anders sehen. Wir sehen uns dann morgen wieder zur täglichen Dosis Trash. Bis dann und ciao, ciao.